Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kingdom of Alamur. Ja, wir sind letztes Mal ja stehen geblieben bei der Quest Die Heimkehr. Gisella Wulflak wartet darauf, dass ihr Gemahl Camden aus dem Krieg im Osten heimkehrt. Sie sorgt sich um ihn, da sie seit Monaten keinen Brief von ihm erhalten hatte. Ich sollte das Dorf Didenhill im Osten durchsuchen. Dort ist er vor 3 Jahren der Alpha-Armee beigetreten. Ja, und da werden wir jetzt auch hingehen und uns das Ganze mal aus der Nähe anschauen. So, aber erst wollte ich ja noch was anderes machen. Und zwar auf der Karte gucken. Wir müssen nach da. Wir sind also schon fast da. Auch hier in Dilhill, wie der Örtchen hier heißt, das Örtchen heißt, gibt es ja auch noch Quests. Neuer Ort entdeckt. Didenhill. Denn dort ist ja, wie wir gehört haben, ja die Pest ausgebrochen. Ja. Zu dem gehen wir mal später hin und labern gleich mit dem. Dann können wir hier auch gleich noch ein paar Sachen abschießen. Leid, aber es ist kein Pestschild mehr übrig. Keins? Seid vorsichtig im Wald. Es ist einfach keines mehr da. Alles weg. Ja, die Pestschilder sind ausgegangen. Komm her, du Huhn. Ding, 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 ding. Jawohl. Ah, eine zünftige Kneipe. Da gehen wir jetzt mal schnell rein. 3 Lampen heißt die Kneipe. Perfekt, Momente. Das war zu schnell zum Lesen. Trolle sind irgendwas. Bruder Fallon hätte kommen sollen. Astrid braucht diese Arznei. Astrid braucht. Falls ihr so komische, hochfrequente Töne hört, das ist meine Grafikkarte. Der Lüfter, besser gesagt. Der ist leider etwas laut. Und wenn sich meine Stimme ein wenig verändert haben sollte, jetzt in den Let's Plays, ja, ich habe mir ein neues Mikro zugelegt. Um natürlich auch da ein bisschen was zu verbessern. Es ist mutig von euch, dass ihr nach Didenhill kommt. Dem kleinen Dorf geht es ziemlich schlecht und ich muss das wissen. Ich war im Krieg. Es wäre in eurem besten Interesse, eure Vorräte aufzufüllen und schnellstmöglich wieder abzureisen. Die Blutpest ist schnell, sehr schnell. Eure Frau wartet auf euch. Ihr habt Gisela getroffen? Wie kann das sein? Ich habe doch die Todesnachricht geschickt. Sie sollte eigentlich glauben, dass ich tot bin. Sie darf nicht erfahren, dass ich überlebt habe. Nennt mich einen Feigling, nennt mich, was ihr wollt. Ich bin nicht mehr der Mann, den sie vor so langer Zeit geheiratet hat. Ich bin gebrochen. Ich kann sie nicht den Albträumen aussetzen, den Verwundungen, der Ruhelosigkeit. Ich werde ihr diese Pein ersparen. Sie liebt euch immer noch. Sie hat lange genug gewartet, mit Überzeugung 95%. Ihr seid ein Feigling. Ich meine, sie hat lange genug gewartet. Ich weiß nicht. Ich habe viel ertragen, aber vielleicht musste sie noch mehr durchmachen. Ihre stille Wacht hat bestimmt ebenso viel Kraft gekostet, wie meine Zeit auf dem Schlachtfeld. Ihr habt recht, uns beiden gebührt dieses Wiedersehen. Wir haben unser Glück verdient. Wie konnte ich nur je etwas anderes in Erwägung ziehen? Ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen Dank. Kein Problem. Den fragen wir mal hier nach der Blutpest mal eben. Sie ist ziemlich scheußlich und ich habe wahrlich schon genügend Infektionen und Krankheiten gesehen. Wir hatten reichlich davon in den Gräbern und auf den Mauern von Mercentia. Okay. Camden Wulflak. Ihr wollt nichts über mich wissen. Und dieser Name hat inzwischen kaum noch eine Bedeutung für mich. Ich kam als ein anderer zurück, als ein Schatten des Jungen aus Gorhard. Ja, das haben auch Kriege so an sich. Dass man sich im Krieg verändert. Dass sein ganzes Wesen sich Die verändern wird. Oh, jo. Herrlicher Anblick. So, was tun wir? Wir können jetzt entweder die Quest wieder zurück abgeben gehen, was wir schnell erledigen könnten, weil ich meine, wir haben jetzt auch jetzt wieder das Schnellreisesystem aktiviert, wenn ich mich nicht irre. Ich gehe mal auf die Weltkarte. Jawohl, dann kommen wir gleich direkt, obwohl ich habe noch genug Quests im Questlog. Ich gehe jetzt mal nach Gorhard zurück und gebe die Quest ab. Möchtest du per Schnellreisesystem, Schnellreise nach Gorhard gelangen? Jawohl, das möchte ich. Denn dann eidel ich nicht so viel durch den Wald rum und wir kommen schneller wieder in die Action sozusagen, ne? So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo. Ihr Hallöchen, Esper. Wo bist du denn? Hallo. Hier kommt der kleine Ritter. Wo bist du denn? Der glitzert irgendwas komisch.
Was denn das? Brief am Grab aufheben. Brief an Avery August 1. Avery, ich kam nach Gohard, um nach der Euren zu sehen. Rika ist genauso wunderbar, wie ihr sie beschrieben habt, und doch ist sie nur noch ein Schatten. Sie vermisst euch, mein Freund, so wie wir alle. Ich werde über sie wachen, da ihr es nicht mehr könnt. Und ich werde euch oft besuchen, verflucht sei dieser Krieg. Wer hätte gedacht, dass ich zu einer Mission komme und ein Gefängnis gegen ein Kloster tauschen würde? Wären wir doch nur beide entkommen. Aber die Gitter waren so stark, die Tuatha zu grausam. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Euer Waffenbruder Mason. Okay, das wird wahrscheinlich neue Quest freigeschaltet haben. Denke ich mal. Aber ich mache erstmal hier die Quest abgeben. Oh, er hat. Sei das. Ich hätte nie so hoffen gewagt, dass dieser Tag wirklich kommen würde. Sobald man seinem Hirngespinsten glaubt, wird die Realität so unerträglich, dass man nicht mehr zurückkehren kann. Camden ist zu mir zurückgekehrt. Und das ist euer Verdienst. Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht und dafür schulde ich euch mehr als diese bescheidene Belohnung. Ich habe jetzt eine Zukunft. Wo vorher nur die raue Kälte eines langen Winters war, ist jetzt die Wärme des Frühlings. Danke. Bitte, bitte, bitte. Gisa Wulflag, was gibt's denn über dich zu erzählen? Ich war die große Liebe eines Müllers, die dann die Frau eines Müllers wurde. Und nun bin ich die Frau eines Soldaten. Es ist meine Pflicht, für meinen Liebsten und all unsere Männer an der Front Wache zu halten. Hört, hört. Ja, da bin ich ein reines Herz. Und wir haben, hoppala, voll einen Ausfallschritt gerade gemacht. Und wir haben neue Sachen im Inventar. Waffen? Achso. Edles Birkenholz-Zepter, das können wir eh nicht benutzen, weil wir kein Morgion sind. Das möchte ich auch nicht sein. Kettenhelm. Ja, unser ist besser. Eisenstulpen haben wir auch schon bessere, sonst verlieren wir auch dadurch ja den Rüstungsbonus. Ne? Wir haben so ein Set an. Ach ja, Quark, das reicht denn. So, wir haben jetzt neue Queste. Neue Queste? Ja, egal. Nebenquests. Die natürliche Ordnung, vergessenes Wissen, Schatten der des Vergangenen. Antilopenköpfe, muss man sagen, Bücher gefunden, okay. Mit Kester Barclay reden. Das Dorf Deedenhill wird von Bogards und der Blutpest heimgesucht. Thaddeus Hollen meinte, ich soll mit Kester Barclay in der Dorfmitte reden, falls ich helfen will. Vergessenes Wissen. Orlando Sinclair hat mich... Achso, ja, das ist der Typ. Wir machen aber erstmal die natürliche Ordnung. Und natürlich verwenden wir das Schnellreisesystem. Komm her. Ja. Da möchte ich gerne Schnellreise. Jawohl, möchte ich gerne. Um den größten Schutz gegen körperliche Angriffe zu erhalten, solltest du eine dickere Rüstung tragen. Aber Vorsicht, ich kann verbeulen. So, und hier reden wir erstmal mit. Bogart in der Stadt gesehen. Bei Mitaro. Was zum Teufel wollt... Oh, hallo. Hat der Dios euch geschickt? Kester Barclay. Bitte verzeiht, ich wollte nicht unhöflich sein. Diese Krise raubt mir noch den Verstand. Hört, hört. Ihr meint die Blutpest. Ganz genau. Hat der Dios euch davon erzählt? Die Bogards tragen sie in ihrem Gift und sie breiten sie überall aus. Wie gewöhnlich halten diese Biester sich von der Stadt fern. Offenbar hat ein Jotun die Bogards aus ihrer Höhle vertrieben. Okay. Könnt ihr die Seuche kurieren? Das kann ich nicht. Aber Astrid Frisk, unsere Heilerin, kann es. Wenn sie die nötige Arznei hat. Unser Vorrat geht zu Ende. Heute Morgen sollten wir mehr erhalten. Ihr könnt sie fragen, wenn ihr neugierig seid. Das werden wir auch tun. Aber vielleicht kann ich helfen. Ihr seid entweder mutig oder töricht. Aber wenn ihr die Jotun tötet, würden die Bogards uns vielleicht in Frieden lassen. Also gut, reist nach Norden in die Höhle der Bogards im Kolzbein und räumt sie. Was kann ich sonst noch tun? Die Jotun aus Kolzbein zu vertreiben, wäre das Beste, was ihr für uns tun könnt. Astrid Frisk könnte gewiss auch Hilfe gebrauchen. Dann werden wir gleich mal zur Astrid Frisk gehen. Also. Die ist nämlich hier in der Kneipe, glaube ich. Gehen wir mal da rein. Die drei Lampen. Wenn ich die Quest nicht schon angenommen habe. Aber ich meine, die ist hier bestimmt hier irgendwo oben.
An der Kneipe sind ja meistens die Heiler, glaube ich, auch versteckt hier in dem Spiel. Ich war nicht mehr in Jagdgrub seit... Oh, die wollen sie ja zwischendurch immer auch eins hinter die Binde kippen, ne? Oh, da schläft... Oh, gerade jemand seinen Rausch aus. Nee. Mal eben kurz im Questblock was nachgucken. Vielleicht steht es da irgendwo drin. Vergessene Wissen, Schatten der Vergangenheit. Die natürliche Ordnung. Okay. Also zur Not kann ich den Typ nochmal fragen, wo sich denn die Astrid auffällt, ne? Die muss ja auch hier irgendwo im Dörfchen sein. Mein Vater aber ich hoppala. Muss das Bett hüten. Husten. So, gehen wir mal erstmal nach Diedenhill wieder zurück. Die Wahl deines Schicksals kann sogar die Grundlagen ändern. Okay, gehen wir mal erstmal hier rum und holen uns die Quest später. Ich schätze mal, wir werden auch gleich automatisch dahin verwiesen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich mach mal kurz wieder Gebietskarte an. Okay, Richtung Norden. Ja, hat er auch gesagt, ne? Hoppala. Da habe ich gerade was an meinem Pad verstellt. So, komm mal her. Bau. 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 Und jetzt komm. Batsch. Batsch. Was bist du denn? Ah, das war blocken. Gut. Komm mal her. Oha. Ja, muss ich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ah, aber den habe ich niedergemacht. Da kann ich was plündern. Da ist mein EP-Balken im Weg. Okay, Sinnesschärfe. Ja, so mehr Geld durch Talent Sinnesschärfe erhalten. Deswegen habe ich sie auch geskillt. Um ein bisschen mehr Geld abzugrasen. So, die Steuerung ist hier schon ein bisschen anders. Da kann ich rennen, schlagen. Ah, okay, damit ist ausweichen. Ah, aber Stairs, schnelle Wahl. Ah, Schild war R2, alles klar. Erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen. Weil ich wollte erst wieder neue Parts aufnehmen, wie das neue Mikro. War ja wohl klar. Komm her. Ein Pfeil habe ich noch. Mein Täschchen. Bam. Bam. Nimm das. Und du. Nimm. Ah. Yep, yeah. So. Für den nächsten kann ich meinen Schicksalsschlag hier ausprobieren. Und damit auch derbe Schaden anrichten. Gehen wir jetzt hier lang? Ja, wir gehen jetzt hier lang. Komm. Ohne Joggen. Ja, das Einzige, was ich nicht so toll finde an dem Game, ist mit der Kamera. Die finde ich etwas komisch, dass sie sich nicht automatisch synchronisiert. Komm mal her! Bams, bams, bams! Bautz! Komm mal her! Quatsch! Bams! Dann habe ich auch einen auf den Nuss gegeben. Oh, da lebt noch. Ha, jetzt nicht mehr. Wir haben ihn zurückgeschickt zu seinen Ahnen. So, mal kurz das Geld hier plündern. Da ist doch nichts mehr. Ja, ich hoffe, ich versuche immer sehr smooth die Kamera zu bewegen. Nicht, dass ihr einen kleinen Schwindel erleidet beim Zuschauen, wenn ich die Kamera so schnell bewege. Ja, mich würde auch mal interessieren, Feedback, wie sich jetzt das Ganze anhört. Ob es jetzt besser geworden ist oder schlecht, oder was heißt schlechter, oder ob sie gar nicht merkt, dass ich jetzt ein anderes Mikro einsetze. So, sind wir in der Höhle und müssen die erforschen und alles umbolzen, was uns hier in die Quere kommt. Also ganz normaler Dungeons-Crawler, wie man es euch früher schön gesagt hat. Hack and Slay halt. Schön fighten, fighten. Und wir fighten uns durch die Höhle. Und da oben sind doch schon die Viechers. Oh, da sind aber große Viechers. Ja, anschleichen kann ich vergessen. Bau. Bau. Und ausweichen. Oh, das hat wohl nicht ganz geklappt. Ah, komm her, voll in den Rücken. Hast mich keinen Schutz, du Kleiner. Boah, ich aber auch nicht. Okay, dann baue ich halt hohe Gewalt. Bautz! Komm her! Bams! Komm her, nimm das! Mit meinem magischen Hammer! Hau ich dir ins Feu! Das hat voll gesessen gerade. Das ist den Hammer so umgebolzt. Jawoll! Komm her, was hast du dabei Schönes? 54 Gold. Und du? Na, du Geizkran. Du hast natürlich nichts dabei. Schade, schade, schade.
Ja, dieser Schicksalsangriff, der ist schon sehr nice. Finde ich den also richtig schön umgesetzt. Vor allem variiert er auch jedes Mal, wie man sieht. Also ich habe schon mehrere Angriffe gesehen. Ich denke mal, es hängt auch von der Gegnerklasse ab, wie stark der Gegner ist. Oder welche Stufe er hat. Oder wie groß oder so. Schlösser knacken, doch nicht. Ein leitender Hammer, Stiefel des Blitzschildes und Weißflocken. Soll ich mal einen Schlaghammer ausprobieren? Mal gucken, was der kann, ne? Waffen primär. Der macht mehr Schaden. 23 Körperschaden, 4 Blitzschaden und 3 Sekunden lang 3 Schockschaden. Geschwindigkeit sehr langsam ist der. Was machen wir? Langsam oder... Das ist echt schwer zu sagen. Ich probiere einfach mal aus. Guck mal, was passiert. Wenn nicht, kann ich immer noch wieder wechseln. Zu dem Schwert. Ich bin eigentlich mehr ein Schwertfetischist, würde ich mal so sagen. Nur ich möchte nichts ernten. Weil Alchemie und so ein Kram möchte ich nicht so machen. Ich bin nicht so ein Berufe-Freak in Rollenspiele. Okay. Hier kann ich die Tür öffnen. Da ist ein Gegner hinter. Haut mal da. Bautz. Bums. Ja, haut der schon mal ganz ordentlich rein. Aber ich finde das Schwert irgendwie cooler. Weil Schwerter haben ja auch geskillt. Oder habe ich beziehungsweise geskillt. Oh, aufschließen. Truhe, leicht. Aufbrechen mal probieren. Ja, hat auch geklappt. Jägers Großschwert. Okay. Kaum spricht man von Schwertern, findet man ein Schwert. Das ist doch auch schon mal was. 43? Langsam, Stufe 2. 30 Körperschaden, 13 durch Bogenschaden. Na komm. Das sieht ja ziemlich nice aus. Gucken, wie sich das so ein Kampf sich verhält. Ansonsten wechsle ich wieder auf das kleine Schwert. Das ist das klein, ne? Also ist jetzt ein Zweihänder, das wir dann haben, ist ein Anderthalbhänder oder Einhänder vielmehr. Würde ich sagen. Truhe. Die werde ich mir auch gleich schnappen, aber ich muss erstmal die Truhe hier holen. Oh, ich nehme auch schon wieder 17 Minuten auf, sehe ich gerade. Na komm, die Truhen plündere ich noch und dann... Ihr wisst schon. Da lag was drin. Was haben wir hier? Eisenstulpen, Dietriche, Prismadritich, das ist ganz cool. So. An dieser Stelle mache ich auch wieder einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode weiter wieder und erkunden den kleinen Dungeon hier weiter. Also, bis dann. Oh, noch was wir ja vergessen. Bitte kommentiert meine Videos, bewertet sie auch und schreibt mir, was mir so allgemein euch aufgefallen ist und was ihr so haltet von meinem Let's Play-Projekt bis jetzt. Also bis dann. Halt die Ohren steif. Gehabt euch wohl. Ciao.